ihr wunderbare Menschen des Interwebs. Mein Name ist Marcel's Play und ich begrüße euch ganz herzlich zu The Wild Eight, ein Survival-Spiel, das sich derzeit noch in der Pre-Alpha befindet und bisher nur auf dem PC verfügbar ist. Das Ganze ist noch nicht auf Steam erhältlich, da es wie gesagt noch eine Pre-Alpha ist, aber das Spiel hat eine Kickstarter-Seite, wo man es unterstützen kann, um die Entwicklung weiter voranzutreiben. Das Spiel soll erscheinen für PC, Xbox und für die PlayStation und soll auch einen Multiplayer bekommen, den man mit bis zu 8 Spielern spielen kann. Und hier in der Pre-Alpha hat man jetzt natürlich nur den Solo-Mode. Und ich hatte nur mal kurz reingeguckt, um mich schon mal ein bisschen damit vertraut zu machen. Wir werden erstmal Shelter bauen. Here we go. Okay, gather 15 wood and 5 stone. Ja, und das Ganze ist wie gesagt ein Survival Game, das sich noch in der Entwicklung befindet. Ich werde in der Beschreibung die Seite zu dem Spiel verlinken. Enter your shelter and learn campfire. Here we go. Alles klar. Build a campfire, das war B, aber wir brauchen 20 Holz dafür und 5 Stein war das, glaube ich. Wir nehmen mal ein bisschen, oh nein, geh weg, böse Wildsau. Here we go. Okay, das müsste reichen für ein Lagerfeuer. Und ich wollte mir mit euch gemeinsam das Spiel mal angucken. Kann das Schwein mal da weggehen? Genau da wollte ich mein Lagerfeuer hinsetzen. So, Lightkampf. Oh, tut mir die Sau gar nichts. Okay, auch gut. Build a Workshop. Wir brauchen dafür 20 Holz. Das heißt, erstmal nochmal etwas Holz sammeln. Und wie ihr schon sehen könnt, wir sind einem... einem Flugzeugabsturz zum Opfer gefallen und sind jetzt hier mitten irgendwo in der Wildnis. Ich habe leider noch nicht ganz verstanden, warum mein Bildschirm so immer manchmal rot wird oder sonst irgendwas. Also zu essen habe ich ihm was gegeben. Kann auch sein, dass ihm kalt ist. Go. Okay, new craft item, stick. Night came, I've never been so cold. Upgrade shelter to level 2. Upgrades 30 wood und 30 Stein. Alles klar, dann hauen wir doch mal wieder hier schön die Bäume ein. Wunderbar. Alles klar, und dann brauchen wir noch ein bisschen Stein. What the fuck? Was war das denn jetzt gerade für ein Geräusch? Okay. Alles klar. Hat auch Jumpscares zu bieten, das Spiel. Ich muss sagen, ich finde die Musik sehr chillig und sehr entspannt. Das finde ich sehr, sehr gut. Okay, Upgrade. Here we go. Okay. Und dann... Workshop. Crap. Wieso kann ich... Okay, hold on. Wieso kann ich jetzt... Wo zum... Ich wollte mein... Ah, oh, here we go. Stick. Craft. Okay. Hab mein Stick. Wunderbar. Okay. Und jetzt sollen wir den Smoke im Osten mit unserer Map einmal überprüfen. Man kann auch irgendwie die Kamera drehen, aber ich habe das noch nicht ganz rausbekommen.
wie ich das mache. Oh ja, I won't last long without food. Also der Typ braucht relativ viel zu essen. Ja, ich laufe doch richtig, oder? East ist doch Ost, oder ist jetzt mein Englisch so schlecht? Das ist doch Osten, oder nicht? Ist das nicht? Das ist doch Osten. East ist Osten. North, East, East, South, West. Also müsste ich doch hier irgendwo langlaufen, oder? I need to warm up quickly. Oh, wow. Okay, kannst du ein Campfire? Ich meine, ich kann... Komm schon. Wieso? Wieso kannst du jetzt... What the fuck? Okay, wieso kannst du nicht auf die Bäume einschlagen? Okay, das ist merkwürdig. Wir gehen gleich drauf. Oh nein. Nein. What the fuck? Wie schnell man hier stirbt. You die. Days of Survival 2. What the fuck? Okay, ich bin gestorben und habe das alles hier nochmal... Holy shit, nochmal gemacht und bin jetzt hier nach... Osten... Oh no. No, 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 no. No. Don't die again, my friend. You can't do this to me. What do you want from me? Okay, ich weiß nicht, ob ich die Sau schon besiegen kann. Deswegen will ich das nicht ausprobieren. Ah ja, und Kuh und Es wechseln der Kamera. Und wir sollen jetzt hier look for something useful in the area of Airplane's Tail. Das zeigt er mir jetzt an, aber wo genau... Habe ich das denn jetzt gefunden? Oder muss ich jetzt noch ein Stückchen weiter in diese Richtung hier laufen? Oh Gott, ich habe schon wieder Hunger. Weil ich sehe hier immer noch keinen Smoke. Okay, hier geht's irgendwie nicht weiter. Also ich muss sagen, bisher ist das Spiel sehr verwirrend. Gucken wir mal von hier. Ich muss auch sagen, ich finde die, dass man das immer wieder von oben sieht, das ist so gewöhnungsbedürftig. Okay, wo zum Henker muss ich denn hinlaufen? Ich soll irgendwas Nützliches suchen. Aber ich finde ja noch nicht mal das Wrack von dem Flugzeug. Wo zum Henker soll ich denn hin? Was soll ich tun? Ich weiß es nicht. Aha, here we go. Ich hab's gefunden. Ach, oh Gott, ja, was sagst du da bloß? Hätte ich mal die Karte benutzt, da wäre mir dieses Schiffswrack schon angezeigt. Schiffswrack. Wieso Schiffswrack? Es ist ein Flugzeugwrack. Okay, ich soll irgendwas finden, was mir hilft. Ich brauche auch bald wieder was zu essen und ich habe gerade nichts mehr, was ziemlich scheiße ist. Okay, was genau soll mir hier jetzt helfen? Noch kann ich nichts anklicken. Oh, here we go. The generator seems to be working. It may be useful later on. Find where you can apply the generator. Okay, also gehe ich davon aus, dass das dann wieder bei uns hinten ist. Oh Gott, ich brauche ganz dringend was zu essen. Berries are small, but still better than nothing. Oh, berries, nice. Okay, immerhin. Ich habe Berries. Okay, die helfen wenigstens bis... Oh, nein. Bei dem Schneesturm jetzt von dem... Wrack loszulaufen ist keine gute Idee, weil das spendet uns wenigstens Wärme.
Mist. Okay, ich werde den Busch hier nochmal gleich überprüfen. Ah, hier ist nichts mehr. Shit. Oh, Mushroom. Gut, Mushroom. Okay, und dann werden wir jetzt nochmal versuchen, unseren Weg zurückzuhalten. Hier ist noch was. Nein, hier war noch... Ja, irgendwo hier. Here we go. Noch ein Mushroom. Okay. Wir brauchen unbedingt was zu essen. Wenn wir wieder drauf gehen, ist das Spiel vorbei. Und wir fangen wieder komplett von vorne an. So, hier hatten wir nochmal unser ganzes... unser Campfire. Damit das ein bisschen wärmer wird. Kann ich eigentlich hier Mushroom... Can be cooked on fire. See. Here we go. Here we go. Ja, Survival-Spiele sind in erster Linie ja ausprobieren. Okay. Okay, ein Essen. Und dann werden wir jetzt wieder versuchen, zurückzulaufen. Mir wäre das eigentlich ganz lieb, wenn mal dieser blöde Sturm aufhören würde. Nur ein bisschen, damit wir nicht zu schnell auskühlen. Weil ich habe schon festgestellt, wenn ihm zu kalt ist, dann kann ich nichts mehr, keinen Baum mehr schlagen, nichts mehr. Was ziemlich nervt. Okay, Berries. Denn ich muss schon sagen, man stirbt in diesem Spiel unheimlich schnell und seine Leiste, seine Essensleiste geht einfach... Oh, sorry. Geht einfach viel zu schnell runter. Das sind so ein paar Punkte, die ich jetzt zu bemängeln hätte. Okay, einfach nur hier geradeaus weiterlaufen. Ja, ja, tut mir leid. Okay, here we go. Immer weiter geradeaus. Müssen wir auf dem besten Weg sein, wieder zu unserem Camp zu kommen. Zumindest möchte ich das doch schwer hoffen. Ah ja, here we go. Okay. Ich hoffe, dass ich auch hier den Generator dann benutzen kann. Alles klar. So. Ich werde jetzt aber hier erstmal mir ein paar Mushrooms machen. Ich weiß nicht, ob die dann so mehr Leben zurückgeben. Können wir ja mal ausprobieren. Oh ja, definitiv. Okay, man sollte die definitiv am Lager... What the fuck? Wieso bin ich auf einmal so langsam? What the fuck? Was habe ich getan? Okay. Find where you can apply the generator. Ich hoffe, dass ich hierhin zurück musste. Für den Generator. Let's see... Okay, hier kann ich noch nichts machen. Nope, nope, nope. Oh Gott, ich habe die Befürchtung, dass ich falsch... dass es keine gute Idee war, wieder zurückzulaufen. Dass das die falsche Idee war. Ja, Freunde, ich habe mich ein bisschen hier umgeguckt bei unserer Base, aber ich habe leider nichts gefunden, wo ich den Generator benutzen kann. Das heißt, das ist nicht richtig gewesen, dass ich zurückgelaufen bin, was ziemlich sackt. Okay, das heißt, wir... Ich muss sagen, ich habe ein bisschen Angst bei dem Spiel, weil wenn du stirbst, dann fängst du wieder komplett von vorne an. Das heißt, es ist eigentlich schon ein Hardcore-Survival-Spiel in der Hinsicht. Aber auf der anderen Seite, was gut ist bei dem Spiel, es gibt eine Story. Das hat jetzt auch nicht unbedingt jedes Spiel. Also hier ist unsere Base. Wir können nochmal zu dem anderen Flugzeug gucken. Also Story in dem Sinne her, man kriegt immerhin gesagt, was man tun soll. Okay. Okay, hier ist schon mal unser anderes Campfeuer. Aber natürlich ist das auch so, dass Survival-Spiele natürlich auch darauf aufbauen oder auch teilweise davon leben, dass man sich zurechtfindet, dass man guckt, was muss ich tun, wie mache ich das am besten, weil ich meine, ein Flugzeugabsturz ist nun mal so, dafür hat man nicht immer einen Plan.
Man sagt sich nicht, oh, okay, wenn ich jemals mit dem Flugzeug abstürze. Okay, ich darf nicht zu schnell essen oder mein Charakter wird unglaublich langweilig. Oh, come on, Bro, danke. Okay, muss man noch gucken, wo man noch langlaufen kann. Also hier den Generator irgendwo einzusetzen, ist ziemlicher Bullshit, bringt mir nichts. Okay, hier geht's nicht weiter. Dann gucken wir uns einfach noch ein bisschen um. Ja. Ich muss sagen, ich finde die Grafik bisher eigentlich von dem Spiel gar nicht so schlecht. Ich finde das einen interessanten Stil. Find where you can apply the generator. Naja, dafür bräuchte ich ja irgendwas mit Strom. Was ich noch ein bisschen nachteilig finde, ist, dass man nicht wirklich richtig weit gucken kann. Also es dauert ewig, bis man irgendwo mal einen Plan hat, wo man gerade ist. Oh, es wird kalt. Oh no. Oh no. Oh no. Oh no. Oh, okay. Das hätte auch böse enden können. Oh ja, okay, ich habe wieder zu schnell gegessen. Gut, ich besorge mir gleich wieder genug Holz. Here we go. Okay, dann lass uns noch ein bisschen weiter suchen. Ich meine, es muss ja irgendwie weitergehen. Und dass ich meine, bei dem Flugzeugträger, wieso sollte ich das da irgendwie einsetzen können? Oh shit, ich brauche noch einen Stein. Ich muss noch einen Stein finden. Stein, Stein, Stein. Oh nein. Oh oh. Oh shit, ich brauche Steine, ich brauche Steine. Ansonsten kann ich kein neues Campfeuer machen. Oh nein, bitte, nein, bitte nicht, bitte nicht, bitte nicht, bitte nicht, bitte nicht, bitte nicht, bitte nicht. Nein. Oh nein, 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 tu mir das nicht an, ich brauche nur einen Stein, nur einen Stein. Bitte, 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 gib mir einen Stein. Wo, Stein, 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 Stein. Hier sind Steine. Oh, und ich glaube, da vorne steht ein Wolf. Oh, bitte nicht, bitte nicht, bitte nicht, bitte. You die! Days of Survival 5. Okay, wir haben immerhin einmal 5 Tage überlebt. Ja. Und das Spiel ist eben in der Hinsicht wirklich so hardcore, dass wenn ihr sterbt, dann fangt ihr einfach wieder von vorne an. Einmal gestorben und wieder alles von vorne. Aber ich finde, das soll erstmal reichen für diesen Part von Wild of Eight. Eight of Wild. Jetzt habe ich gerade den Namen vergessen von dem Spiel. Es tut mir furchtbar leid. Ich mixe manchmal die Namen durcheinander. Das soll es erstmal gewesen sein von diesem Spiel. Ob dazu nochmal ein Part kommen wird, kann ich nicht sagen. Kann auch sein, dass ich es als ein angespielt lasse. Ich glaube, wenn nochmal ein Video dazu kommt, dann muss ich mich erst noch selber damit auseinandersetzen und selber nochmal ein bisschen rumsuchen. Denn ansonsten endet das Ganze ziemlich frustrierend, weil man hat einfach nicht so viel Sicht und so viel Winkel. Aber ich muss definitiv sagen, das Spiel hat Potenzial, durchaus Potenzial. Ich bin gespannt, wie das noch weitergeht. Wer sich für Survival-Spiele interessiert, kann gerne mal auf der Kickstarter-Seite vorbeigucken und dieses Spiel verfolgen. Und auf der Kickstarter-Seite könnt ihr euch übrigens auch die Pre-Alpha selber runterladen und selber spielen. Ich möchte mich wie immer ganz, ganz herzlich bei euch bedanken fürs Zusehen. Hoffe, ihr hattet Spaß. Und wenn ihr mögt, sehen wir uns im nächsten Video wieder. Bis dahin, ciao.